So, einen wunderschönen guten Tag, Rafiki. Ich hoffe, dir geht's gut. Heute wird wieder gevloggt. Das heißt, heute ist Vlogmas Nummer 4. Wir haben 16 Uhr. Eigentlich zu spät. Ich wollte schon lange rausgehen. Ich brauche ein paar Sachen von Ikea. Und mir ist eingefallen, dass es etwas zu spät ist. Aber dadurch, dass ich die Sachen unbedingt brauche, werde ich trotzdem fahren. Ich mag es nicht, das Auto fahren, wenn es dunkel ist. Und ja, unser Auto ist ungefähr 200 Meter weg, dadurch, dass wir keinen Privatparkplatz haben. Das Baby ist auf meinem Rücken. Und dann habe ich hier meinen Rucksack. Hier gibt es Wechselsacken, Wechselwindel, Feuchttücher sowie Snacks. Und ja, der Große muss nicht getragen werden und so ist auch sehr gut. So, wir fahren jetzt nach Ikea, in der Hoffnung, dass mein Mann früher nach Hause kommt, damit er anfängt, das Abendessen vorzubereiten. Ja, und ich bin wirklich mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, was ich gedacht habe, weil heute ist Freitag und das heißt, es kann sein, dass es etwas verrückter wird mit dem Berufsverkehr. Aber ja, wie ich schon sagte, ich brauche wirklich die Boxen von Ikea. Deswegen muss ich wirklich dahin fahren. Morgen habe ich keine Zeit und Sonntag ist sowieso zu. So, los geht's. Ich werde unterwegs nicht filmen, weil ich will auf die Kids konzentrieren, sowie das Autofahren. Ich bin immer noch Fahranfänger. Wir sind jetzt in Ikea angekommen und es ist mega voll. Mega voll. Ein Parkplatz zu finden ist schon ein Kampf. Und ich denke, ich werde das Baby auf dem Rücken nehmen und ihm so tragen, weil ich habe keine Lust, den Kinderwagen zu schieben. Und ja. Und ich sehe, der Mann da vorne leuchtet mein Auto und das ist schon mal gut, weil so habe ich auch Licht. Ja, los geht's! So, es ist jetzt Zeit, unser Schlafzimmer zu machen und als zuerst werde ich natürlich Staub wischen, so wie mein Schminktisch sauber machen und leer räumen. Und ich werde auf jeden Fall noch Spinnennetz wegmachen. Ich habe gesehen, dass wir welche haben und nicht überall in der Wohnung, aber ich will einfach nur eine Nummer sicher gehen, dass ich die Spinnennetze wegmache. So wie Staub, was da oben liegt oder wo die Lampen montiert sind. In meiner Putzroutine im Schlafzimmer, ich fange immer an bei mir auf meinem Schminktisch bzw. from the farthest corner. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch besser beschreiben kann, bzw. die Ecke, die weit weg von der Tür ist. Und ich fange immer von oben, damit wenn jetzt Staub fällt oder irgendwas fällt, dann kann ich zum Beispiel meinen Schminktisch sauber machen. Unserer Betten beziehen. Wir haben die Bettwäsche auf das Babybett gewechselt vor 2-3 Tagen. Das heißt, jetzt ist es nicht notwendig, das zu machen. Je nachdem, wie es aussieht, nach ein paar Tagen werde ich noch wieder wechseln, aber trotzdem werde ich die Matratze umkippen. So, als nächstes ist natürlich unsere Matratze zu saugen. Es klingt ein bisschen komisch aus, aber ich mache das tatsächlich und mir gefällt es. Ich denke, es ist auch eine schöne Sache zu machen. Und was ich noch extra mache, ist natürlich unsere Matratze zu drehen. Wir haben eine ganz normale Matratze, keine Springmatratze, ganz normale Matratze. Und ich finde es schön, wenn ich die Matratze umdrehe, je nach Monat. Januar, Februar, März. Dann umdrehen, nach 3 Monaten wieder umdrehen, nach 3 Monaten wieder umdrehen. Heute werde ich das nicht machen, aber das Saugen auf jeden Fall.
meinen Spiegel putzen, damit ich diesen Eingangsbereich hier staubsauge. Ich konnte theoretisch meinen Spiegel jeden Tag putzen. Ich denke, für diejenigen, die Kinder haben, sie wissen schon Bescheid, dass Kinder einfach Spiegel, das Spiegel tasten und sie machen das gerne. Aber ich mache meinen Spiegel sowieso nur einmal pro Woche. Wenn es mehr ist, dann nur zweimal pro Woche. Und ich benutze ein Mikrofasertuch. Ich kann jetzt den Boden wischen und ich habe hier meinen Wischer. Ich habe ganz normale Allzweckreiniger benutzt und zusätzlich benutze ich noch Orangen ätherische Öl, weil ich einfach diese Duft liebe und ich liebe einfach, wie es danach nach Orangen, frischen Orangen riecht. Ja, und ich mache nur 2-3 Tropfen rein. Dann ganz schnell wischen. Schlafzimmertour. Das hier sind unsere Kleiderschränke. Das ist unser Schlafzimmer von einem Winkel. Unser Bett. Ganz minimalistisch. Ich liebe es einfach so, weil ja, die Kinder kommen hier manchmal und wenn die zwei Kissen schon auf dem Boden landen, das heißt, wenn ich jetzt mehrere Kissen hätte, dann würden die auch auf dem Boden landen. Das Baby schläft hier, schläft bei uns im Schlafzimmer immer noch. Unserer Stilllampe, also beim Stillen, ich nehme einfach das Baby ohne Licht. Das ist etwas, was ich jetzt daran gewonnen bin, was ich die Routine auch kenne und natürlich meine Schminkecke. So viel Platz. So viel Platz. Ich bin einfach dankbar, einen Schlafplatz zu haben und ich freue mich riesig, heute Nacht hier zu schlafen. Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt als bei mir, also als auf frisch besorgenes Bett zu schlafen. Dieser Duft von frisch gewaschener Wäsche und Bettwäsche und Kopfkissen ist einfach traumhaft. Das war's eigentlich jetzt. Und jetzt kann ich die restliche Zimmer auch machen. Wir waschen unsere Bettlaken mit 60, 90 Grad. Bevor ich dieses Vlog beende, zeige ich dir ganz schnell die Sachen, die ich von Ikea gekauft habe. Eigentlich ist es nicht so viele Sachen, aber trotzdem. Ich bin tatsächlich nach Ikea nur wegen einem Box gegangen. Und ja, ich habe diese Box hier gekauft und es gibt noch andere kleine Boxen drin. Hier drin in diesem Box werde ich alle Bastelsachen von unserem Sohn, großer Sohn, beziehungsweise auch für das Baby reinmachen. Natürlich mit einem Deckel. Es gibt noch diese innere Teil hier, finde ich perfekt. Und zusätzlich noch diese andere kleine Boxen, jeweils 2 Stück. So und so. Ich denke, ich habe noch irgendwo in der Küche in einer Schublade so eine Box für Kinderlöffel oder sowas. Aber ich finde die Boxen auch perfekt für Schubladen, sagen wir jetzt im Wohnzimmer, für Kabeln oder kleinen Kram. Und nun kann ich dieses Vlog hier beenden. Danke, dass du dabei warst und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ich würde mich natürlich freuen, wenn du abonnierst und es lohnt sich auf jeden Fall, das Glöckchen einzuschalten, damit du jedes Mal benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video poste. Wir sehen uns morgen. Ciao und pass auf dich auf.